Ja. Schönen guten Tag. Ich bin gleich wieder weg. Ich wollte Sie nur kurz informieren, dass Helen jetzt in psychiatrischer Behandlung ist. Aha. Manchmal ist mir die Maschine ein Rätsel. Sie ist in einer sehr guten Klinik. Na, dann ist ja gut. Und dann wollte ich mich noch bei Ihnen bedanken dafür, einmal, dass Sie natürlich uns geholfen haben, Sie zu suchen und auch, dass Sie die ganze Geschichte mit meinem falschen Namen für sich behalten haben. Wissen Sie was? Danken Sie mir besser nicht. Ich habe es für Laura getan, nicht für Sie. Es tut mir leid, dass ich Ihnen und dem Hotel Probleme gemacht habe. Aber das ist ja zum Glück vorbei. Vorbei? Machen Sie Witze? Haben Sie eine Ahnung, was passiert, wenn Helen die Wahrheit erzählt in der Therapie? Oder wenn sie eine neue Lügengeschichte erfindet? Oder vielleicht eine Mischung aus beidem? Es gibt die ärztliche Schweigepflicht. Wie naiv sind Sie eigentlich? Sie haben genug Dreck am Stecken. Helen weiß das. Sie kann jedem beliebigen Mitpatienten die Wahrheit erzählen. Und der erzählt es der Polizei oder der Presse. Herr de Ville, oder wie auch immer Sie heißen, Sie sind eine Belastung. Sie sind eine Belastung für mich, für das Hotel und wahrscheinlich auch für sich selbst. Kein Hotel unserer Klasse kann es sich leisten, jemanden unter falschem Namen anzustellen. Und schon gar nicht nach allem, was hier passiert ist. Schieben Sie doch nicht alles mir in die Schuhe. Ach ja, wem dann? Laura vielleicht? Nein. Ich würde doch liebend gerne von hier weggehen. Dann tun Sie es doch bitte. Aber Laura hängt so sehr an ihrer Familie unter Fürstenhof. Ach so. Sie bleiben wegen Laura hier. Das wird ja immer schöner. Wissen Sie, was Sie Laura damit antun? Mit jemandem zusammen zu sein, der eine falsche Identität hat? Sie müssen doch das am besten wissen. Was es bedeutet, ständig mit diesem Geheimnis im Nacken zu leben. Sich nie jemandem öffnen zu können. Ständig Angst haben zu müssen, dass es doch noch jemand herausfindet. Glauben Sie wirklich, Laura wird mit Ihnen glücklich? Antworten Sie mir, Herr de Ville. Ich weiß es nicht. Achso, Sie wissen es nicht. Ja. Na gut. Dann denken Sie darüber nach. Am besten werden Sie die Kühlung in der Bar reparieren. Elisabeth als Waschfrau. Das musst du dir mal vorstellen. Kann ich ja nur froh sein, dass sie sich nie entschieden hat, Klofrau zu werden. Kommt vielleicht alles noch. Ja, sehr witzig. Oh, da hat jemand Geburtstag. Hast du Geburtstag? Tja, Elisabeth ist halt immer für eine Überraschung gut. Darauf kann ich gerne verzichten. Oh, ich habe Hunger. Magst du ein Stück Kuchen? Ja, warum nicht? Guten Tag. Guten Tag. Ah, was haben Sie denn da? Ah, Käsekuchen. Käsekuchen. Sind die zwei zu haben? Ja, selbstverständlich. Dann nehmen wir die. Natürlich immer. Danke sehr. Danke sehr. Ich verstehe nicht, was du dagegen hast, dass Elisabeth in der Waschküche arbeitet. Wirklich nicht. Du hast Angst, dass sie deine Unterhosen kontrolliert. Ach, darum geht's doch gar nicht. Und warum dann? Charlotte hätte sowas nie gemacht. Und Elisabeth hat einige repräsentative Aufgaben von ihr übernommen. Und stell dir mal vor, die Presse bekommt davon Wind. Oh. Ich sehe schon die Schlagzeile. Hotelerbin als Waschweib. Vater, ich glaube nicht, dass das irgendjemanden interessiert, was Elisabeth hier macht. Wirklich nicht. Irgendwas muss sie ja tun. Ja. Wir können ja spazieren gehen und beten. Dir wäre es wahrscheinlich am liebsten, wenn sie gar nicht mehr hier wäre. Weißt du, wie ich mich fühle? Urlaubsreif wahrscheinlich. Ja, genau. Hat Helen sich eigentlich schon gemeldet? Ich habe sie vorhin kurz angerufen. Und was sagt sie? Ja, sie fühlt sich den Umständen entsprechend ganz wohl. Morgen wollen sie mit der Therapie anfangen. Da muss man sehen, wie es weitergeht. Oh, gut. Ey, freu dich. Der Horror ist vorbei. Ja, für Helen vielleicht. Aber? Für mich ist überhaupt nichts vorbei. Was meinst du denn? Aber überleg doch mal, mein Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Ich weiß nicht, wie lange ich noch im Fürstenhof bleiben kann. Willst du etwa weg? Es geht doch nicht darum, was ich will. Die Luft hier wird für mich immer dünner. Mein Auftritt in der Apotheke, Alexander. Alexander wird dir niemals schaden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich mir aber nicht. Selbst wenn er mich hier weiter beschäftigt und auch nicht zur Polizei geht, er ist einfach nicht mein größter Fan. Und wer weiß, wie sich seine Laune in nächster Zukunft entwickelt. Er macht sich einfach Sorgen um mich. Er ist mein großer Bruder. Ach, dein großer Bruder, dein großer Bruder. Ich kann es nicht mehr hören. Schau mal, er hat die Geschichte zuerst von Helen gehört. Natürlich ist er jetzt verunsichert und weiß nicht, welche Variante die richtige ist. Ist doch verständlich. Ja, für dich vielleicht. Für einen Außenstehenden ist das alles nicht so klar wie für dich und für mich. Ist auch nicht, was ich denken würde, wenn ich dich nicht so gut kenne. Ach komm, Laura, ist doch ziemlich klar, was du gedacht hast. Ja, was habe ich denn gedacht? Du hast mir nicht vertraut, du hast mir nicht geglaubt.
Du glaubst deinem Bruder mehr als mir. Ich glaube einfach nicht, dass meine Vorgeschichte für Alexander das wirkliche Problem ist. Der tut doch nur so, damit er einen Grund hat, mich loszuwerden. Sag mal, dein Verfolgungswahn macht mich langsam wahnsinnig. Warum glaubst du denn nicht einfach mal, dass Alexander sein Versprechen hält? Er wird dich nicht verpfeifen. Willst du wissen, warum ich das nicht glaube? Ich will, dass du aufhörst, so misstrauisch zu sein. Er weiß, dass ich dich liebe und er akzeptiert es. Dass er dich vom Fürsten nur weghaben will, ist absolut absurd. Und warum bist du dir da so sicher? Weil er mir das niemals antun würde. Ja, genau. Und genau das finde ich zum Kotzen. Hä? Dass er mich dir zuliebe hier behält. Genauso wie er alles dir zuliebe macht. Er würde dir zuliebe doch einen ganzen Fürstenhof in die Luft sprengen. Christian, bitte, jetzt übertreib doch nicht so. Wir sind Geschwister und die halten in der Regel zusammen. Ach, komm, Laura, hör doch auf mit dem Quatsch. Alexander liebt dich. Er will dich. Und du willst ihn auch. Kannst du sowas sagen? Ich glaube einfach, dass... Nach allem, was ich in den letzten Wochen mit dir mitgemacht habe, wie ich zu dir gestanden habe, da behauptest du, ich liebe dich nicht? Das habe ich nicht gesagt. Nein, du hast nur gesagt, dass ich Alexander ein bisschen mehr liebe als dich. Also entschuldige mal. Sag mal, kannst du einmal versuchen, dich in meine Lage zu versetzen? Da lernst du jemanden kennen, verliebst dich in ihn. Und so nach und nach kriegst du mit, dass das jemand ganz anderer ist. Was glaubst du, wie ich mich da fühle? Ich weiß, ich habe dir viel zugemutet und ich denke einfach... Und trotzdem habe ich dir geglaubt, immer wieder dir geglaubt oder etwa nicht? Erzählst du mir, dass er ja Alexander wichtiger ist als du? Oh, es tut mir leid, aber kannst du dich vielleicht mal in meine Lage versetzen? Alexander ist dir so nah. Das ist schwer für einen, dass du... Wir sind Geschwister, ja. Mit einer besonderen Geschichte und das hast du immer gewusst. Ja, aber... Ich gebe zu, Alexander ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Vielleicht sogar wichtiger, als es bei Geschwistern normalerweise der Fall ist. Aber das liegt nun mal an unserer Vorgeschichte, die wir hatten. Denn es ist vorbei mit uns. Das habe ich dir doch schon so oft erklärt. Mein Gott, du hattest doch auch ein Leben vor mir. Damit muss ich auch klarkommen. Und was für eins. Also erzähl mir du bitte nichts von Alexander, ja? Mann, Christian, wann kapierst du es endlich? Natürlich liebe ich Alexander, aber dich liebe ich auch. Sogar mehr. Mehr, weniger, was soll denn das? Ich habe keine Lust mehr, mich wegen meiner Gefühle zu rechtfertigen. Aber klar ist Christian eifersüchtig. Weil ich mich mit meinem Bruder gut verstehe. Aber wenn er nicht endlich kapiert, wie absurd das ist, dann kann ich ihm nicht mehr helfen. Ich lasse mir jedenfalls nicht mehr einreden, dass ich irgendwas falsch mache. Weißt du was, Christian? Ich frage Alexander einfach direkt, ob er dich loswerden will. Damit du mal merkst, dass du Gespenster siehst. Ich habe das Gefühl, es läuft mit euch beiden einfach nur schief. Tatsächlich. Du kennst doch das Klischee vom großen Bruder und vom Freund und dass das nicht zusammengehen kann, oder? Komm, keine Ausreden jetzt. Könnt ihr es nicht bitte versuchen? An mir soll es nicht liegen, wirklich. Was heißt das? Das heißt, dass Christian nicht mein besonderer Freund ist, aber wenn du glücklich bist mit ihm, dann... Danke. Wusste ich. Was? Dass man mit dir nur reden muss. Bist du denn glücklich mit ihm? Ich meine, bei aller Liebe und Gefühle für ihn und so, also von dir... Christian hat ein paar dunkle Punkte in seiner Vergangenheit. Ein paar sehr dunkle Punkte. Komm, das hatten wir doch schon. Wenn du ihm nicht vertraust, dann glaub doch wenigstens mir. Ich vertraue dir. Bei dir in der Vergangenheit sind auch ein paar Sachen schiefgelaufen. Aber ich glaube ihm, dass er das hinter sich lassen will, dass er von vorne anfangen will. Fragt sich nur wo und fragt sich wie. Was willst du damit sagen? Hast du schon mal dran gedacht, was wäre, wenn Christian... Also, wenn er nur noch einen Ausweg sieht. Nein, um Gottes Willen, nicht, dass er sich umbringt. Ich meine, vielleicht will Christian irgendwo ganz neu anfangen. Ja? Vielleicht haut er einfach ab. Nein, 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 Christian drückt sich nicht. Er ist schon ein Trickser bei der Vergangenheit. Alexander, er hat doch alles ganz genau erklärt. Wir sind jedes Detail. Wer einmal lügt... Er war verzweifelt. Er wollte bei seiner Geliebten sein. Ja. Dass du ihn verteidigst, war ja wohl klar. Dass du eifersüchtig bist, ist ja wohl auch klar. Weißt du, wie ich das sehe, Laura? Unser lieber Christian de Ville möchte sich absetzen, ja? Und zufällig verschwinden gleichzeitig 1000 Euro bei uns im Restaurant. Was willst denn du jetzt sagen? 1000 Euro verschwinden. Christian steht daneben, braucht nur zugreifen. Jetzt willst du Christian einen Diebstahl unterstellen? Also ich möchte mal sehen, dass du das beweist. Keine Angst, ich habe genug Krimis gelesen. Sehr witzig. Es wird dir aber nichts nützen. Es gibt nichts zu beweisen. Christian macht sowas nicht, der ist kein Dieb. Ah ja, nur mal kurz eine andere Identität annehmen oder vielleicht einen Mord vertuschen oder so. Das ist doch...
Also gut, nehmen wir an, er hat recht. Ja? Also seine Version stimmt. Das ist noch lange kein Argument dagegen, dass er abhauen will. Wenn er das wollte, hätte er es längst getan. Wie denn ohne einen Cent in der Tasche? Was soll denn das schon wieder? Du willst doch nur ablenken. Ach so, ja klar. Es war nämlich so, ich habe das Geld geklaut. Ja? Weil ich beleidigt bin, weil mir der Fürstenhof nicht mehr gehört. Ein Schwachsinn, wirklich. Oder noch besser, ich habe das Geld geklaut und schieb's jetzt Christian in die Schuhe, damit ich ihn endlich entlassen kann. Ja, du sagst es. Das ist absurd, Laura. Das dachte ich auch. Aber Christian hat offenbar recht. Leider. Womit? Du willst ihn vom Fürstenhof weghaben. Ich hab dich noch verteidigt, ich blöde Kuh. Das ist lieb von dir. Ich habe ihm nämlich gesagt, dass du niemals was gegen ihn unternehmen wirst. Auch wenn du ihn nicht leiden kannst, weil du nämlich auf meiner Seite stehst. Ich bin auf deiner Seite, Laura. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Weißt du warum? Weil ich dir nicht ständig nach dem Mund rede. Du hörst nur, was du hören willst. Aber weißt du, Freunde sind auch dafür da, dass sie einem manchmal die Wahrheit sagen, auch wenn sie wehtut. Wir sind keine Freunde. Aber wir sind Geschwister und aus denen wird man... Freunde, ja, im Idealfall. Aber das wird bei uns beiden nie passieren. Jedenfalls gibst du mir gerade das Gefühl. Etwas Gutes hat das Ganze ja. Dein verehrter Ex-Schwager ist bald Geschichte. Moment mal, wenn sich herausstellt, dass Maxim unschuldig ist... Maxim ist nie unschuldig. Dann wird die Suspendierung natürlich wieder aufgehoben. Mach dir keinen Kopf. Ich habe mit Maxim schon einen richtigen beurlaubt. Ja, ja. Wer soll's denn sonst gewesen sein? Marie? Ich denke eher an Christian de Ville. Er war auch im Restaurant, als es passiert ist. Als Haustechniker verdient man zwar nicht üppig, aber... Ich weiß so einiges über Christian, ja. Und ohne ins Detail gehen zu wollen, es macht ihn nicht gerade glaubwürdig. Warum sollte er eine feste Anstellung für einen lumpigen Tausender riskieren? Gerade weil ihm diese feste Anstellung nichts mehr bedeutet. Ich habe das Gefühl, er wartet nur auf eine Gelegenheit, um hier endlich abzuhauen. Christian de Ville? Warum das denn? Hast du überhaupt schon mit Laura darüber gesprochen? Ah, könnte es sein, dass da möglicherweise Wunschdenken dahinter steckt? Was soll das denn jetzt bitte? Ja, womöglich wärst du nicht ganz so unglücklich, wenn Laura's Lover verschwinden würde. Ja, ja, und vielleicht wärst du nicht ganz so unglücklich, wenn Miriams Lover verschwinden würde. Hm? Jetzt endlich freie Bahn bei ihr. Immerhin um 1000 Euro, die in meinem Hotel verschwunden sind. Da kann ich doch wohl von dir als Geschäftsführer verlangen, dass du dich ein bisschen intensiver in die Aufklärung reinhängst. Dein Hotel? Darf ich dich daran erinnern, dass du gerade mal 50% der Anteile besitzt? Ach komm, Spitzfindigkeiten. Also, was hast du in der leidigen Sache bisher unternommen? Vater, was hängst du hier so den Chef raus, hä? Hat Barbara vielleicht... Komm. Lenk nicht ab. Bring mich auf den Stand. Sehr wohl, der Herr. Also, ich habe mit allen gesprochen, die zur fraglichen Zeit im Restaurant waren. Also mit Christian de Ville und mit Maxim. Es hat sich herausgestellt... Und Marie? Die war doch auch da. Bitte? Vater, wir kennen Marie, seit sie ein kleines Kind ist. Also nicht der Hast Ernst, du oder? Mit ihr gesprochen oder nicht? Warum? Sie war es nicht. Ach, hast du neuerdings den Röntgenblick? Kannst du ihre Gedanken lesen? Vater, ich verstehe, dass du die Sache so schnell wie möglich aufgeklärt haben willst, ja? Aber das ist kein Grund, jeden zu verdächtigen. Alexander, es geht mir nicht um Verdächtigung, sondern um Fakten. Ja, Fakt ist, dass es zwei Hauptverdächtige gibt. Robert tippt auf Maxim und ich auf Christian de Ville. Beide nicht ohne persönliche Hintergedanken. Was hast du denn überhaupt schon konkret unternommen? Hast du die Spinde im Personalraum kontrolliert zum Beispiel? Das dürfen wir nicht und das weißt du genau. Na, dann ruf doch die Polizei. Du bist doch sonst so für Diskretion. Na gut, ja, dann magst du recht haben. Aber jedenfalls möchte ich, dass du in dieser Sache jetzt entschiedener vorgehst. Okay. Ich möchte, dass du mit allen Beteiligten nochmal redest. Setz sie unter Druck. Auch die kleine Sonnenbichler.